Like und abonniere oder dieser Glitch wird nicht funktionieren. Nein! Nein! Wie viel EP ist das in einem Spiel? Es ist total easy. Es ist einfach easy und ihr könnt es alle machen. Ihr könnt es alle machen. Es ist wirklich so simpel. Moin Freunde, heute möchte ich dir einen richtig heftigen XP-Glitch vorstellen und wie du es vor allem schaffst, in einem Spiel schon über 100.000 XP zu erreichen. Und das Ganze funktioniert halt eben einmal mit diesem XP-Glitch und dann habe ich aber auch noch darauf Methoden angewendet, wie man nämlich diesen XP-Glitch noch heftiger ausnutzen kann, um dann halt wirklich im Spiel schon über 100.000 XP zu sammeln. Und falls du das feiern solltest, genauso wie, dass ich heute wieder Skins an meine Zuschauer verschenke, dann unterstützt mich einfach mit meinem Creator-Code, der Fruchtzwerg, und schreib mir mal jetzt schnell unten in die Kommentare dein Ingame-Name rein. Im letzten Video, wo ich über dieses Thema gesprochen habe, habe ich euch ja einmal schon mal vorgestellt, wie viel XP man denn eigentlich genau benötigt, bis man halt eben Level 350 dann erreicht und wie viel man halt eben auch pro Level benötigt. Also all diese Informationen findet ihr in meinem letzten Video oben rechts dazu aufs i gehen. Könnt ihr euch nach diesem Video gerne nochmal anschauen. Darin findest du außerdem extrem viele Tipps und Tricks, vor allem Methoden, wie du halt eben schnell leveln kannst. Und vor allem habe ich dir da auch nochmal gezeigt, für was man alles eigentlich so XP bekommt. Warum erzähle ich dir das aber eigentlich? Ganz einfach, weil ich diese Methoden heute in Kombination bringen werde mit dem XP-Glitch. Und dadurch bekommst du nicht mal 30 oder 60.000 XP in einem Spiel, sondern du bekommst einfach mal schon über 100.000 XP. Und damit bin ich einfach mal in einem Match 3 Level-Ups geworden. Und das ist sowas von heftig, deshalb schau dir dieses Video ganz bis zum Ende an, damit du wirklich jeden einzelnen Step mitverfolgen kannst. Und ich zeig dir auch noch im Verlauf des Videos, wie du diesen extremen EP-Boost darauf anwenden kannst, was dir, wie gesagt, dann nochmal extrem weiterhelfen wird. Und hierbei ist der allererste Step schon extrem wichtig, deswegen genau zuhören, denn bevor du diesen XP-Glitch jetzt ausnutzt, solltest du erstmal einige Vorbereitungen treffen. Und dazu siehst du jetzt hier eine Karte, wo man nämlich alle Kisten sehen kann. Und es ist erstmal ganz wichtig, dass du dir Gedanken machst, wo möchte ich überhaupt landen, welche Route möchte ich gehen, wo bekomme ich denn eigentlich auch am meisten Kisten her. Munitionskisten sollte man auch nicht unterschätzen, weil die geben halt eben auch schon extrem viel XP. Ihr wisst, eine Munitionskiste gibt 95 XP und eine normale Kiste bringt dir 130 XP ein. Vor allem, wenn du jetzt bei einem neuen Ort landest, bekommst du da extrem viel XP für den Handlanger zum Beispiel, für den Boss, für den Tresor, also für ganz, ganz viele Dinge bekommst du da extra nochmal XP. Man spricht hier von einem XP-Bonus, weil das halt eben bei anderen Orten nicht der Fall ist, sondern halt eben nur bei den neuen Orten. Und da ist zum Beispiel, ihr seht es auch, The Rig ganz entscheidend, 26 Kisten gibt es dort. Das ist ein neuer Ort, also da gibt es die Handlanger. Wir haben da auch den Tresor, wir haben den Boss, den wir killen können. Also extrem viel Dinge, was man halt eben dann auch einsammeln kann, wenn es um XP geht. Dann vielleicht auch schon der beste Ort und die beste Option, wenn man jetzt auf den XP-Glitch eingeht. The Agency liegt genau in der Mitte. Ihr seid sehr wahrscheinlich direkt in der Zone. Wenn nicht, dann braucht es auch nicht lange, bis ihr dann in der Zone seid. Und ihr kommt halt einfach schnell zu anderen Orten hin, wie zum Beispiel jetzt hier zu dem Ort. Nördlich von The Agency gibt es 13 Kisten. Im Umkreis haben wir dann auch nochmal Pleasant Park oder hier Frenzy Farm. Also wir haben sehr, sehr viele Möglichkeiten, um dann halt eben auf die Zone auch eingehen zu können, um dann halt eben auch schnell zu improvisieren, schnell Kisten zu farmen. Deshalb, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal in der Runde, wo ich diesen XP-Glitch anwende, einfach mal in die Mitte und wir sehen einfach mal, wie viel XP ich dann bekomme. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich über 100.000 XP machen werde. Dann kommen wir auch schon zum zweiten Step. Ihr seht, ich bin bereits im Spiel in der Lobby und ich habe mir jetzt einen Mobile-Account gemacht. Das ist mein zweiter Account und ich werde den jetzt einladen. Und zwar heißt er nämlich Fruchtzwergi, ganz entspannt. Ich werde ihn einladen und dann werde ich hier das annehmen. Zack. So, dann müsste das funktionieren. Genau, jetzt habe ich meinen, ja, Account, alles klar, ich mach mal den Sound aus, dann habe ich jetzt meinen zweiten Account hier in meiner Party und der dritte wichtige Step ist, und das ist jetzt halt eben, ich sag mal, die Verarsche des Games, dass man nämlich jetzt hier den Mobile-Account, der übrigens auch Level 1 sein muss, das ist
wirklich ganz, ganz wichtig, dass der noch kein Spiel gespielt hat. Er muss Level 1 sein, er muss halt einfach neu gemacht sein. Und den werde ich jetzt einfach mal den Gruppenanführer geben. Also hier zum Gruppenanführer machen, zack, hat er bekommen. Und das ist auch schon der Schlüssel hier an diesem XP-Glitch. Denn das Spiel denkt natürlich jetzt, hey, es ist die allererste Fortnite-Runde, die ich jetzt hier spiele. Was nur teilweise stimmt, denn mit meinem Mobile-Account ist es die allererste Fortnite-Runde. Mit meinem richtigen Account ist es aber ja nicht der Fall. Der nächste wichtige Step, also der vierte Step, hier, ihr seht's, mein Mobile-Account. Hier werde ich jetzt einfach mal auf Teams gehen und dann werde ich jetzt hier ganz wichtig auf nicht auffüllen einstellen, denn es soll halt wirklich nur uns beide geben und wir machen jetzt einfach mal bereit und gehen ganz einfach mal in eine Fortnite-Runde. So Freunde, ich bin jetzt hier in einer Runde und der nächste wichtige Step ist, dass ihr auf eurem Mobile-Account einmal das Spiel verlasst. Ganz, ganz wichtig, weil somit bin ich jetzt hier alleine mit diesem Account in dieser Runde und kann mir natürlich jetzt hier jede Kiste holen, die ich bekomme. Also daran denken, ganz, ganz wichtig, mit eurem anderen Account, der Level 1 ist, das Spiel verlassen. Und wie ich euch versprochen habe, gehe ich jetzt hier in die Mitte, da sehe ich auch schon den allerersten Handlanger und hole mir den Loot, hole mir die Kisten, werde mir die Handlanger dann auch vorknüpfen, die verhören, ganz wichtig, dass man die erst verhört, bevor man die killt. Also daran denken dann auch immer einige nicht, also immer schön vorher verhören, bevor ihr die dann auch killt. So, ihr seht jetzt, ich habe wieder eine Medaille bekommen, also das ist halt eben auch extrem nice. Und mein EP-Boost, der ist sogar jetzt auch schon nicht mehr ganz voll. Das ist halt ein bisschen doof. Also EP-Boost hatte ich ja im letzten Video angesprochen, wie ihr den genau bekommen könnt. Werde ich aber in dem Video hier auch nochmal dann später drauf eingehen. So, ihr seht schon, ich bin jetzt aufgestiegen. Level 17, ich werde jetzt hier weiterhin die Handlanger verhören, das ist extrem wichtig, also daran immer wirklich denken, da sind auf jeden Fall noch einige Kisten, die ich jetzt nicht gelootet habe. So, ihr seht, ich bin jetzt gerade mitten im Fight und das sind meine ersten Gegner. Und ihr seht, es ist auch eher Bots sind, die hier jetzt vor mir rumlauern. Ah, so richtig kämpfen kann ich auch nicht. Läuft auf jeden Fall nicht bei mir heute. Ich muss auch sagen, dass ich so lange kein Fortnite mehr gespielt habe, aber wir müssen trotzdem ein bisschen aufpassen. Ich habe sogar nichts mehr zum Bauen. Es wird jetzt ein bisschen schwierig, gegen die anzukommen, aber ich bekomme halt eben ganz gut XP jetzt und da haben wir sogar einen, der wegschwimmt. Mach's gut. Und Kampfmedaille, wunderbar. Also ihr seht, die Bots treffen nichts, wie man gut sehen kann. Also es ist wirklich extrem nice. Ja, jeder Fortnite-Spieler ist halt eben ein Bot und das ist halt eben schon das ganze Geheimnis hinter diesem XP-Glitch und ich kann euch wirklich nur empfehlen, euch so viele Accounts zu machen, wie es nur irgendwie geht. Also, ihr seht auch an den Namen jetzt oben, dass ich nämlich auch direkt beim ersten Mal leider gestorben bin. So, da hinten ist der nächste Bot am Start, der jetzt hier auch kämpft gegen den nächsten. Also, ich helfe dir mal ein bisschen. Wunderbar, dass ich den Kill bekommen habe. Und ich bin halt wirklich kein guter Fortnite-Spieler, aber das ist vielleicht auch der beste Beweis, dass man halt, ohne dass man gut sein muss, wirklich hier richtig viel XP bekommt. So, wunderbar, haben wir den nächsten. Und da oben ist der nächste. Also, es ist extrem krass, wie viel Kills ich jetzt hier nochmal zum Schluss hole. Und es gibt natürlich jetzt nochmal gut XP für mich. Das ist halt wirklich positiv. Gefährlich, da ist er auch schon. Der ist ein bisschen hartnäckiger. Aber auch den bekomme ich. Wunderbar. Und ich werde mich jetzt nochmal schnell vorheilen. So, also, oh, da kommt jetzt hier leider der nächste Gegner an. Also, ihr seht's. Es ist extrem schlecht, was ich hier spiele, aber dennoch habe ich gewonnen und ich bin sehr gespannt, wie viel EP ich jetzt bekomme. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es sehr, sehr, sehr viel war. Also wir schauen einfach mal rein, wie viel EP ich jetzt hier wirklich dann letzten Endes bekomme. Ich habe nicht gelogen am Anfang. Was ich gesagt habe, 109.000 EP in einem Match insgesamt, das ist halt wirklich extrem krass. Und als ich das allererste Mal diesen XP-Glitch ausprobiert habe, da habe ich das Ganze auch mal aufgenommen und da bin ich extrem ausgerastet und ich habe noch ein bisschen mehr EP bekommen, als das jetzt hier in diesem Spiel der Fall war. Schaut einfach mal selber rein. Da kommt die Sau. So, wir müssen das schnell öffnen, dann müssen wir uns schnell hochheilen. Wir bekommen 9000 für dieses Lama. Ich bekomme einfach mal 9000 EP für dieses Lama. Bin direkt Stufe 13, also habe jetzt schon in diesem Spiel 2 Level gemacht. Und das wird auf jeden Fall noch einiges mehr werden. So, den werde ich natürlich jetzt killen. Und damit bin ich sehr gespannt, wie viel EP ich jetzt bekomme. Also, Freunde, aufgepasst. Ich bin sehr gespannt. Also, krass. Erstes Game auch, was ich gewonnen habe. Und ich bekomme jetzt, bin ich gespannt, wie viel EP bekomme ich. Nochmal 5000 EP wegen Medaillenbonus. Dies, das. Wir werden es jetzt mal genau... Nein! Nein! Wie
viel EP ist das in einem Spiel? Also das ist geisteskrank, wie viel EP ich jetzt hier in einem Spiel gemacht habe. Und ihr habt es gesehen, es ist total easy. Es ist einfach easy und ihr könnt es alle machen. Ihr könnt es alle machen. Es ist wirklich so simpel. Und um jetzt auch nochmal auf den extremen EP-Boost einzugehen, ihr seht unten jetzt hier diesen gelben Strich. Da steht's auch schon, Level 17 bin ich, extremer EP-Boost. Wie kann ich jetzt aber so einen extremen EP-Boost bekommen? Ganz einfach, das hängt immer so davon ab, wie viele Medaillen ich an einem Tag gemacht habe oder beziehungsweise ob ich meine Medaillenliste voll gemacht habe, weil wenn dann halt eben da noch was fehlt, dann wird quasi dadurch mein EP-Boost aufgeladen. So gesehen ist also dieser extreme EP-Boost ein Trostpreis, soll er jetzt jedenfalls sein. Ich muss ganz ehrlich zu euch sein, ich bekomme viel mehr EP, als dass ich eigentlich das durch die Medaillen bekommen hätte. Also wenn ich jetzt ein, zwei Tage mal keine Medaillen sammle, dann bekomme ich letzten Endes so einen heftigen, extremen EP-Boost und damit kann ich dann halt in einer Runde, wenn ich dann halt wirklich mal einen Lauf habe, schon in einem Spiel über 100.000 XP machen. Und das ist halt wirklich viel, viel mehr wert, als wenn ich an einem Tag dann halt eben diese Medaillen sammeln. Also meine Empfehlung vielleicht auch an euch, das einfach mal selber auszuprobieren, einfach mal einen Tag diese Medaillen auszusetzen, die nicht einzusammeln. Am nächsten Tag habt ihr einen heftigen, extremen EP-Boost und dann könnt ihr in einer Runde schon so viel EP mitmachen und der hält sich in der Regel auch so ein bisschen, also von daher kann man den dann wirklich sehr gut ausnutzen, meiner Meinung nach. Und wie man jetzt im Spiel auch gesehen hat, war es wirklich richtig OP, dass ich in der Mitte gelandet bin, weil der Vorteil war einfach da, ich war erstens extrem lange in der Zone, musste also nicht die Zone schnell wechseln, sondern war erstmal da eine sehr, sehr lange Zeit. Und ja, ich bin nicht der beste Fortnite-Spieler, ich bin überhaupt nicht gut in Fortnite, ich gebe das ganz offen und ehrlich zu, aber das ist auch irgendwo der beste Beweis dafür, dass das jeder von euch schaffen kann. Also wenn du jetzt nicht gut in Fortnite bist, kannst du genauso diesen Glitch anwenden, genau so kannst du vorgehen, um dann pro Spiel einfach mal 100.000 DP zu machen. Und das Gute ist hierbei ja auch, solltest du vielleicht noch wissen, dass du halt eben so viele Mobile Accounts machen kannst, wie du halt willst. Mit einer kostenlosen E-Mail geht das alles. Also das hier nur nochmal am Ende. Und ich hoffe, dass es dir jetzt weitergeholfen hat. Wenn es der Fall ist, Däumchen nach oben da lassen, mich abonnieren, falls du hier so welche Videos weiterhin haben möchtest und nicht verpassen möchtest. Und falls ich dir auch mal einen Skin einfach so schenken soll, dann unterstütz mich mit meinem Creator-Code, der Fruchtzwerg. Ansonsten wünsche ich dir noch alles Gute, pass auf dich auf und wir sehen uns dann hoffentlich wieder im nächsten Video. Bis dahin, mach es gut und auf Wiedersehen. Ciao.